Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warptorio, wo wir auf einem neuen Planeten gelandet sind, wo wir unter anderem mal unsere Förderplattformen aus dem Keller auspacken müssen. Aber mach zuerst mal hier Kohle ran. Und dann sehen wir, was mit dem Rest los ist. Ach, wahrscheinlich. Nee. Kleidung hier oben. Wir brauchen großen Strommast. Und dann geht's ab in den Keller, die beiden Plattformen holen. Einmal links. Da ist ja sogar noch Kupfer auf dem Band. Und einmal rechts. Da ist kein Eisenerz mehr da. Gut, und dann geht's wieder zurück nach oben. Rechter Harvester, der kommt hier rauf. Will keine Kohle da drin haben. Sind alle okay. Dann hier machen wir Kupfer. Das heißt, hier können wir dann Stein holen. Das Ganze hier rüberziehen. Dieses Eck. Sehr schön. Also wir haben alles angeschlossen. Zumindest das Nötige. Und dann kann ich mich mal in der Gegend umschauen gehen. Mit der Karte nun mehr oder weniger bereinigt, denke ich, gehe ich mal dem nächsten Programmpunkt nach. Öl. Und unsere Tanks sind nur noch halb voll. Und da ich unterwegs ein Ölfeld nicht allzu weit weg entdeckt habe, denke ich, schließen wir das doch rasch an, bevor wir dann die Ölverarbeitung richtig ausbauen. Da sind ein paar Bäume im Weg. Sehen könnte, was denn hier so abgeht. Da unten ist noch eine Quelle. Und dann machen wir doch den hier hin. Wenn wir denn genügend Platz haben. Ja, keine Rohre, weil kein Eisen. Das lässt sich ja beheben.
Untergrund. So. Hier noch ein Turm hin. Und die Forschung ist fertig. Energiewaffenschaden. Nächste Stufe, die kostet doppelt so viel Flaschen. Aber ich denke, da müssen wir einfach mal durch. Und dann das mal ab. Und Stoff können wir hier rein tun. Dann machen wir doch einfach mal das hier. Den hier. Und dann hier werden wir überall noch Wasser anschließen. Aber wir werden nicht überall Wasser brauchen. Wir haben, denke ich, mache 4 so, dann einen so. Dann haben wir hier. Wir auch noch Ausgang machen. Für alle. Und hier auf dieser Seite haben wir das Petroleum, das heißt vielleicht könnten wir auf dieser Seite auch Lagertanks platzieren, für das wir Eisen brauchen und Stahl. Haben wir hier noch ein bisschen davon. Und machen wir hier diesen dran und hier jenen dran. Wasserleitung packen wir hier mal ein. Da müssen wir nachher dann schauen, wo wir die rumziehen. Und jetzt, was brauchen wir hier an Ölverarbeitung? Wir werden Kunststoff brauchen. Wir bekommen hier Kohle raus. Brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wenn wir doch einfach mal das machen und dann zack, 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 Kunststoff. Dann brauchen wir hier noch was. Ausladung, Einladung, ja, lange Greifer,
So. Und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch das hier anschließen. So, einmal so. Das geht sich aus. Und hier ist uns die Maschine im Weg. Ich denke, solange wir hier noch was drin haben, können wir das stehen lassen. Ansonsten machen wir hier oben fertig. Was machen wir aber sonst noch? Wir werden Sprengstoff benötigen. Wo wir Wasser benötigen. Kommen wir von hier. Ganz rumgehen. Hier, dann hier, da packen wir Schwefel rein. Wir können mal eine volle Kiste nehmen. Gut. Dann werden wir Schmiermittel brauchen, was wir noch nicht geforscht haben. Und wir werden auch wir brauchen eine Pumpe. Okay, das hat sich erledigt. Können wir nämlich hier das anschließen. Und kann ich ein paar Pumpen bauen. Brauchen wir das und dann eine Pumpe hier, die aus Schweröl uns Leichtöl macht. Das geht dann hier ran. Da brauchen wir ein Kabel. Wenn Schweröl mehr als 20
20.000. Das funktioniert so nicht. Also probieren wir das nochmal. Denn das heißt, ist zu 80% voll. Und dann hier keine Chemiefabrik mehr. Brauche ich mindestens noch eine. Wir was Ähnliches mit dem Leichtöl machen. 80% voll. Oder mehr als 80% voll. Dann machen wir hier raus Petroleum. Und dann brauchen wir noch eine Chemiefabrik. Die kommt sie hin. Da machen wir dann das Schmiermittel ran. Zu wenig Saft? Wieso zu wenig Saft? Ah. Weil zu wenig Maschinen. Zu wenig Heizkessel. Mal schauen, was sich da machen lässt. Untergrundband weitergehen. Und hier auf dieser Seite. Auch noch einen anschließen. Brauchen wahrscheinlich mehr Saft. Ja, reicht immer noch nicht aus. Ja, jetzt lädt der Akku wieder auf. Das heißt, wir haben genügend Strom. Was mich jetzt ein wenig besorgt
ist, dass uns die Kohle ausgehen könnte. Wir zumindest sind die blauen Fläschchen ausgegangen. Darum geht nichts mit der Forschung weiter. Denn wir werden die noch brauchen, damit wir die Schwefelverarbeitung abschließen können. Hier fehlt ein Rohr. Wäre das so besser? Dann bekommen wir hier Schmiermittel rein und ich platziere mal auch einen Turm hier an der Außenkante. Nicht, dass uns da dann das ganze. Okay, Schaden 2 geforscht, dann machen wir doch den hier schnell. Dann füllen wir auch mal hier oben die Kessel wieder auf. Öl wird auch nachgefüllt. Sieht es hier unten so aus. Wir lagern Kunststoff ein. Das heißt, wir produzieren mehr als wir verbrauchen. Hier sind wir bereits vollgelaufen. Sehr gut. Schmiermittel. Auch bald durch. Allerdings werden uns bald die die blauen Fläschchen ausgehen. Aber wir haben Schmiermittel, das heißt, wir machen doch gleich noch die Energieschaden-Feuerrate. Das sind mal 50. Dann hier machen wir ab, das machen wir aus Schweröl. Auch gut. Hier und daran. Und dann müssen wir effektiv schauen, wie und wo wir das Schmiermittel dann benötigen. Etwas vom ersten werden Elektromotoren sein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Elektromotoren brauchen wir ja eigentlich nur für die Roboter, für die Fluggestelle. Das heißt, die brauchen wir nicht in allzu großer Anzahl für die Roboter selber. Das heißt, wir können die hier oben einfach mal in einer einfachen Fabrik bauen. Ich glaube, für die violetten Fläschchen brauchen wir dann auch wieder die
Flugrobotergestelle. Okay. Rot und grün ist auch ausgegangen. Von denen haben wir aber glücklicherweise etwas mehr auf der Seite. Sieht es denn hier so aus? Eisen. Okay. Und dann die nächste Stufe. Ja, da bis zum Stahl, da kommt fast kein Erz mehr durch. Das heißt, die laufen nicht durchgängig, sprich, wir produzieren definitiv zu wenig Stahl. Einzige, was wir machen könnten, ist hier auf Rot upgraden. Aber ich glaube, das bringt nicht sonderlich viel. Und bis hierhin. Und dann diesen Teil auf Rot. Dann kommt wahrscheinlich etwas mehr durch, weil wir hier vorne mehr wegbewegen können. Ich hätte gerne etwas mehr Kohle. Dass es für ein ganzes Band reicht. Und dann werden wir sehen. Ich denke, wir bringen die Öltanks nicht wirklich voll. Darum arbeiten die hier nicht. Zu wenig Flüssiggas. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir dann hier auf dieser Schiene etwas mehr, denn die Tanks laufen vielleicht dann bald mal voll, aber wir werden sehen. Okay, das heißt, wir könnten dann sogar den Klippensprengstoff basteln. Dafür brauchen wir Granaten, haben wir unten, und Fässer. Dafür brauchen wir Stahl. Was wir derzeit nicht in rohen Mengen herstellen. Aber wir haben nun zumindest alle Bestandteile, die wir für den Klippensprengstoff benötigen. Dann bleibt es nur noch abzuwarten, bis wir zusammenbrechen müssen, was in etwa 4 Minuten der Fall sein dürfte. Thank you.
Nun, bevor die Zeit wieder zu knapp wird und ich die Hälfte meines Materials nicht einsammeln kann, mache ich mich lieber frühzeitig auf die Socken, auch wenn wir dadurch etwas weniger an Material einsammeln. Wie ihr sehen könnt, Kunststoff ist hier vollgelaufen. Hier schon mal abbrechen. Hier, dann läuft vielleicht das Band leer, dass wir gehen müssen. Doch schon mal ganz gut aus. Und dann muss ich nicht alles, was da auf dem Band liegt, mitnehmen. Hier beim Stein, da dauert es etwas länger, denn die Kiste da oben auf der Plattform ist wahrscheinlich voll. Bromassen noch mitnehmen. Aber ich kann ja hier mal einsammeln und die Kiste auf der unteren Plattform, die ist nämlich nicht voll. Denn hier ist nur ein halbes Band drauf. Sprich, wir gehen die übrigen Steine hier rein. Und dann geht es wieder nach oben, wo wir die zwei Harvester-Plattformen noch mitnehmen können. Hier, ich glaube, Kupfer sind wir ziemlich gut unterwegs. Und Eisen lasse ich noch so lange laufen, wie es geht, damit wir möglichst viel Eisenplatten und Stahl schmelzen können, bevor es für uns dann wirklich Ade hier auf dem Planeten heißt. Also, ich denke, das war's für heute. Ich sehe euch das nächste Mal auf dem nächsten Planeten wieder. Und tschüss!